Ja, kennen Sie das Problem auch? Sie sind im Auto und dann haben Sie irgendwie Müll. Wohin denn damit plötzlich, ne? Ich persönlich mache das dann immer ja, wo Seite ist schon alles voll, da hat man schon irgendwie alles hingemacht, da wird man kreativ, wohin denn dann? Ja, Fußraum, Beifahrerseite, Fußraum, das wird dann nur peinlich, wenn dann jemand mitfahren möchte und da einsteigt und da ist so ein riesen Müllberg auf der Beifahrerseite. Na, aber dafür haben wir jetzt die Lösung, denn es gibt jetzt einen richtig tollen Mülleimer fürs Auto. Ja, und ob es Ihr neuer Beifahrer wird oder andersrum, also auf die Rückseite gehängt wird, das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Ungebraucht ist er so klein, weil dieser Mülleimer ist zusammenfaltbar und genau so sieht er aus. Anzubringen ist er unglaublich einfach. Ich klappe ihn einfach auf und Sie sehen, jetzt ist er schon betriebsbereit. Und hier hinten haben wir einfach so einen kleinen Clip. Den habe ich jetzt da um die Kopfstützen drum gemacht und damit hält er. Ich kann ihn schließen, jederzeit. Also so, dass auch Gerüche drin bleibt. Der ist zu 100% wasserdicht, dieser Papierkorb. Ich kann ihn auch mit rausnehmen, wenn ich mal eine Rast mache, weil die meisten Parkplätze sind mittlerweile dazu übergegangen, gar keinen Mülleimer mehr dort zu haben, weil viele ihren Hausmüll abgeladen haben. Aber wir wollen ja unseren Müll trotzdem wieder mitnehmen und dann ist das natürlich perfekt. Da haben wir es gesehen, hinter dem Sitz, wenn man einen Viertürer hat. Man kann es aber, so wie Kati, als Alternative zum Beifahrerboden machen, weil ich bin auch so einer, der da gerne mal was auf den Boden wirft und später dann rausmacht. Das ist einfach ein toller Mülleimer. Wasserabweisend von außen, absolut wasserdicht. Das könnte wichtig sein, wenn man, ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, irgendeine Flasche mit Getränken, wo noch ein bisschen was war, irgendwo hingeschmissen ist, ausgelaufen. Oder eine Getränkedose, wo noch ein paar Tropfen drin sind. So bleibt das alles hier drin. Ist dann natürlich innen wie außen wieder abwaschbar. Und wenn Sie ihn gerade nicht brauchen, dann ist er auf die kleinste Art und Weise zusammenzulegen. Passt dann sogar ins Handschuhfach oder auf die Seite neben den Sitz, so wie man möchte. Also ich finde, das ist eine richtig praktische Erfindung und nicht nur für dich und mich, weil wir ja so Spezialisten sind, Kathi, sondern ich glaube für jeden Autofahrer, oder? Ich finde es einfach super genial. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben vorher gesehen und ich finde es mega praktisch. Ja? Der Mülleimer fürs Auto, die Aufbewahrungsbox fürs Auto, vor allem so toll verarbeitet auch. Die Qualität ist hier perfekt und oben, das ist alles richtig toll verstärkt. Da ist so ein richtiger Metallbügel drin. Das kann man ganz toll verschließen und dann schließt es wirklich perfekt ab im oberen Teil. Man hat richtig viel Platz. Was Ralf gerade gesagt hat, man hat natürlich immer irgendwas zu trinken dabei. Man hat vielleicht auch mal einen Kaffeebecher dabei oder sowas. Das ist ihm bestimmt auch schon mal passiert. Dann ist die Dose oder der Kaffeebecher, diese Reste, irgendwas ins Auto geschwappt. Das ist eine Riesensauerei. Oder man hat eine Banane gegessen, man hat vielleicht einen Apfel gegessen. Und da hat man diesen manchigen, glitschigen Rest irgendwie. Und wohin dann damit im Auto? Ja? Hier, einfach hier rein. Und dann hat man das hier perfekt verstaut. Und schauen Sie mal, das ist von innen auch noch mal extra so ganz, ganz toll beschichtet. Das ist alles abwaschbar. Und sehen Sie das, wie toll das hier verstärkt ist? Das klappt man zu und dann ist das auch wirklich verschlossen. Da kommen dann auch keine Gerüche erstmal raus, bis man das dann wieder perfekt ausgeleert hat. Und das kann man sogar von innen alles desinfizieren und auswaschen. Also das ist wirklich die perfekte Lösung. So was Tolles habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also gehört, finde ich persönlich, in jedes Auto. Das sollte serienmäßig in jedem Auto verbaut sein, oder Ralf? Ja, in absolut jedem Auto. Und wenn Sie es wollen, der Preis ist, wie ich finde, wieder mal super günstig, so ja, wie Sie es von uns, von Pearl TV, gewohnt sind, nämlich 9,45 Euro. Und diesen Mülleimer, der wirklich in jedem Auto, passt übrigens auch für SUV, Wohnmobil und Ähnliches, sein sollte, notieren Sie bitte die Bestellnummer, die NX 1904 und die 569. Der Preis einmalig 9,45 Euro. Und dann habe ich nie mehr ein so zugemülltes Auto, wie es vielleicht bei Ihnen auch aussieht, bei mir ganz sicher. Und das ist die Alternative, auch für die Urlaubsfahrt. Man möchte ja seinen Schmutz nicht unterwegs auf der Autobahn oder auf den Landstraßen irgendwo stehen lassen, sondern das ist die Lösung, wenn man es nicht braucht, so klein und sehr, sehr günstig. Also jetzt anrufen. Ich denke, 9,45 Euro ist uns die Umwelt allen wert.